schönen Freitagabend und willkommen bei MainTower. Wir freuen uns natürlich, dass Sie dabei sind heute Abend und wir haben super Themen für Sie, unter anderem diese. Abkürzung mit Folgen. Zwei Männer wollen mit dem Auto durch ein Hochwassergebiet und bleiben dabei stecken. Faschingskostüme für Hunde, das ist ein zunehmender Trend, der für die Vierbeiner aber ganz schön gefährlich werden kann. Und Eisburger aus Hanau, hausgemachte Burger Buns mit Eis und selbstgemachten Soßen im MainTower Geheimtipp. Es hat schon extrem viel geregnet in den letzten Tagen. Das ist also wirklich kein Wunder, dass in Hessen so manch ein Feld unter Wasser steht. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg, da sind sogar nicht nur Wiesen überflutet, sondern auch so manche Straße. Und auf so eine überflutete Straße hat sich gestern Nachmittag ein Transporter getraut, ist aber nicht weit gekommen und schwimmt da jetzt immer noch rum. Auf dieser überfluteten Wiese in Niederaula blieb nur die Rettung auf das Fahrzeugdach. Lisa Sichert und ihr Freund gehen gerade mit ihrem Hund spazieren, als es passiert. Da meinte mein Freund so, hey, schau mal, die Fulda ist total überflutet und da fährt gerade wirklich einer rein. Und dann gucke ich so rüber und sehe so, oh wow, da fährt wirklich einer rein und das ganze Wasser wird so weggeschlittert, Wahnsinn. Nach ca. 150 Metern verliert der Transporter den Halt und fängt an zu schwimmen. Eigentlich hätte dieser Weg gar nicht befahren werden dürfen. Erlaubt sind hier nur land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Die beiden Insassen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg retten sich vor dem eindringenden Wasser auf das Dach des Autos. Für die Feuerwehr eine aufwendige Rettungsaktion. Die Rettung ging an diesem Tag nur per Boot. Allerdings kann man das Boot auch nicht, wie man es kennt, mit Motor einsetzen, weil die Wassertiefe ist immer schwer abzuschätzen, auch wenn man natürlich Messgeräte hat und da gucken kann. Bedeutet, dass wir die Tauchergruppe von Bad Hersfeld mit alarmiert haben. Die Taucher ziehen das Boot mit den geretteten Fahrzeuginsassen dann aus dem Wasser. Verletzt wurden sie glücklicherweise nicht. Als Niederaulas Bürgermeister Thomas Rohrbach die Nachricht von dem schwimmenden Auto liest, ist er nicht verwundert. Schon wieder das gleiche Dilemma. Denn fast bei jedem Hochwasser steht an meistens einer anderen Stelle ein Fahrzeug im Wasser und die Feuerwehr muss ausrücken. Wobei die Dunkelziffer noch deutlich höher sein wird, da der ein oder andere sich natürlich auch über örtliche Landwirte manchmal zu helfen weiß, was aber in diesem Fall nicht mehr möglich war. Ein gewisser Frust kommt auf, weil ich weiß, jetzt wird eine Maschinerie losgelöst, wo Feuerwehr ausrücken muss. Das sind Einsätze, die einfach grundsätzlich nicht sein müssen. Ohne Konsequenzen werden die Fahrzeuginsassen somit nicht davonkommen. Die Häufigkeit zeigt, dass es einfach hier notwendig ist, dass es kein Kavaliersdelikt ist. Wir werden sicherlich diese Einsatzzahlen, Fahrzeuge, Personen zusammenstellen und werden diese Einsätze auch in Rechnung stellen. Der Kleintransporter kann erst in den nächsten Tagen abgeschleppt werden, wenn der Pegel gesunken ist. Polizei und Feuerwehr warnen. Das Befahren von Überflutungsgebieten kann lebensgefährlich sein. Ist tatsächlich die Frage, warum man das macht. Nun gut, die närrischen Tage sind da und das heißt natürlich für viele in Hessen, ein riesig großer Spaß hat begonnen. Und was für die Menschen einer ist, das kann ja vielleicht auch für die Tiere einer sein, weiß man natürlich nicht. Hat aber ja auch noch kein Hund gesagt, ich finde Fasching toll. Aber anscheinend denkt das so manch ein Mensch, denn es gibt jede Menge Kostüme für Vierbeiner. Ob das jetzt witzig ist oder nicht, ein Hingucker ist es auf jeden Fall. Haustiere in ein Kostüm gepackt. Haben die da wirklich Bock drauf? Ihre Meinung können sie uns ja nicht sagen, aber die Menschen in Frankfurt sagen uns ihre Meinung zu verkleideten Hunden und Katzen. Das ist wahrscheinlich im ersten Gedanken immer witzig, aber ob das für die Tiere immer so angenehm ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also da kann man auch ein bisschen übertreiben, ist immer noch ein Tier. Ich find's lustig, also schon funny auf jeden Fall. Und dass es den Tieren gefällt, was meinst du? Vielleicht nicht jedem, aber man merkt das auf jeden Fall. Schwierig. Ich weiß nicht, wie toll die das finden, die Tiere. Finde ich fürchterlich. Solange es dem Tier nicht wehtut und es irgendwie nur oberflächlich ist, kann man das machen. Ich würde es selber jetzt nicht tun. Ich glaube, mein Haustier sieht schon so gut genug aus. Ich müsste es nicht verkleiden. Was hast du für ein Haustier? Ich habe eine Katze, eine Nacktkatze. Das zeigt doch, wie unsere Welt heute ist. Tierquälerei. Ja? Ja. Ich würde es meinem Hund nicht antun wollen, ja. Was sagst du zu sowas? Ich habe selbst eine Verkleidung für meinen Hund, aber es ist eher eine Regenjacke.
Ach so, keine Fastnachtsverkleidung? Ja, es ist schon eine Biene Maya, also mit Stachel und Flügeln. Tiere in Kostümen. Das Internet ist voll mit Ideen, vor allem für Vierbeiner. Ob Cowcat, Hundepirat, Hip-Hop-Katze. Nach dem Motto, was für den Menschen geht, geht auch fürs Tier. Kritisch sieht das vier Pfoten. Allerdings kann so ein Kostüm für ein Tier auch Stress und dementsprechend auch Tierleid bedeuten. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, wenn man sein Tier denn kostümieren möchte. Nämlich, dass das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist, dass die Ohren frei sind, dass das Tier gut hören kann. Und auch, dass der Schwanz, was ja eins der Hauptkommunikationsmittel des Tieres sind, nicht verdeckt ist. Wenn man das beachtet, ist man eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es gibt aber auch Momente, in denen die Tierschützer Tierkleidung empfehlen, sogar fastnachtstaugliche. Es gibt ja einige Hunde, die haben ein sehr kurzes Fell oder fast gar kein Unterfell. Die sollten ja sowieso, wenn es draußen kalt ist, eine Weste tragen, damit sie bei längeren Aufenthalten in der Kälte nicht frieren. Und dann kann natürlich auch eine kostümierte Weste oder eine Kostümweste sein, wo Feuerwehr oder Polizei draufsteht oder sonst irgendwas, eine Weste. Das hält das Tier letztendlich dann auch warm. Man sollte noch darauf achten, dass man nicht irgendwelche Accessoires dem Tier anzieht, dass es nicht abschütteln kann. Das wäre nämlich auch wieder sehr unangenehm und würde Stress bedeuten. Sein Haustier verkleiden ist also nicht komplett falsch. Man sollte nur ein paar Dinge zum Tierwohl beachten. Auf einen Umzug sollte man es besser auch nicht mitnehmen. Der Lärm und die vielen Menschen könnten für das Tier unangenehm sein. Außerdem feiert es sich ohne Fellanhang doch auch entspannter. Halteverbote oder ganze Straßen, die für Autos gesperrt sind, die machen es Handwerkern natürlich besonders schwer. Die brauchen schließlich meistens große Autos und es gibt immer weniger Parkplätze, vor allem in der Stadt. Für Handwerker Christian Borgen ist das allerdings kein Problem mehr. Der hat einfach das Auto gegen das E-Bike getauscht. Christian Borgen aus Frankfurt-Niederrad ist Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur und das auf dem Fahrrad. Oft wird er mit seinem Zweirad samt Anhänger nicht ernst genommen. Es war wirklich so, dass dann gefragt wurde, sind Sie wirklich eine echte Firma, sind Sie wirklich ein Installationsbetrieb? Kommen ja mit dem Fahrrad, das ist halt sehr ungewöhnlich, weil die Leute eben das Handwerkerauto, den Sprinter, gewohnt sind. Noch mehr Unverständnis gab es anfangs bei den Kollegen. Der 30-Jährige ist auch Ausbilder. Ich unterrichte ja auch angehende Meister und unter Berufskollegen ist es halt so, dass man das erst überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie das überhaupt funktioniert. Ja, also da ist oft die erste Frage, hast du den Führerschein verloren oder wurde getrunken? Nö, alles nicht der Fall. Der Grund, das Auto komplett abzuschaffen, war dieser. Ich muss sagen, ich war dann oft frustriert und ja, morgens in dem Stress ging fast bis zum Verzweifeln manchmal wegen den Staus und dann der Parkplatzsuche. Ja, und dann habe ich halt überlegt, du probierst es mal mit dem Fahrrad und ja, es funktioniert. Dazu kamen noch Umwelt-, Sport- und Finanzgründe. So erzählt uns der Meister, während er bei Kundin Yvette Mihulka eintrifft. Er soll die Rückstauverschlüsse im Keller warten. Aber klar, kein Auto dabei zu haben, das bringt ganz andere Herausforderungen. Am Anfang war es so, dass ich dann mir immer wirklich eine To-Do-Liste geschrieben habe, wo ich die ganzen Positionen abgehakt habe. Am Anfang ist das halt so, da haben sie die Aufträge halt nicht, die Auftragsplanung einfach nicht komplett im Kopf. Und irgendwann ist es dann so, dass man einfach für die allermeisten Aufträge weiß, was man braucht. Und wenn er große Teile braucht, Rohre zum Beispiel, lässt er sich diese von den Firmen direkt zum Einsatzort liefern. Inzwischen bekommt der Fahrradinstallateur auch viel Zuspruch. Das ist tatsächlich so. Also die viele gerade junge Menschen sagen halt, ja, das ist ja ein absolut neuer Weg. Ja, und wenn Sie als Meister das dann auch machen, wirklich beeindruckend, weil es war halt früher immer in dem Kopf von den Leuten, wenn du Meister wirst, fährst du dann Porsche oder musst du Porsche fahren oder weiß ich nicht. Statt Porsche fährt er lieber Fahrrad, wetterfest gekleidet natürlich und nimmt in erster Linie Aufträge aus der Umgebung an. Dann muss er nicht allzu weit strampeln.
Ja, ziemlich zeitgemäß und cool, würde ich sagen. Wie oft habe ich von meinen Kindern schon gehört, und wofür brauche ich das später? Und wie oft habe ich dann gedacht, dass es doch eigentlich echt cool wäre, wenn Kinder in der Schule vielleicht auch mal lernen würden, wie man auf sich aufpasst, oder? Also wie man Grenzen setzt und wie man auf seine mentale Gesundheit achtet. Wie wird man eigentlich ein glücklicher Mensch? An einer Frankfurter Privatschule ist man in der Hinsicht jetzt ganz weit vorn mit dem Fach Life Skills. Mittwoch, 8.15 Uhr, Racco-Gesamtschule in Frankfurt. Unterrichtsbeginn in der 9. Klasse. Ein Fach, das nicht im Lehrplan steht. Zuallererst machen wir ein Check-in. Ich möchte wissen, wie es euch geht. Zu wie viel Prozent seid ihr hier? Mir geht's heute gut. Ich bin eigentlich schon so zu 90% da. Ich bin zu 80% hier. Ich bin auch so um die 80% da. Die 20% schlafen noch ein bisschen oder sind irgendwo in Gedanken. So beginnt immer der Unterricht Life Skills, den Marius Dinnes leitet. Was beschäftigt euch gerade? Was macht euch aktuell glücklich? So allgemein eigentlich mein Hund, wenn ich den morgens so sehe. Ich würde sagen, das Training, dass ich heute schön ausschlafen konnte. Das Fach Life Skills gibt es seit Beginn des Schuljahres hier an der Racco Privatschule. Finanziert mit Schulgeld. Und zwar für die Klassen 5 bis 10. Es soll vor allem um Themen wie mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung gehen. So, das sind Dinge, die habe ich im Kopf jetzt noch. Die 14- und 15-jährigen Edda, Stella und Vitali sind zusammen in einer Klasse und freuen sich über das Fach. Ihnen und den anderen Schülerinnen und Schülern werden im Unterricht Fragen gestellt und Anregungen gegeben, damit sie lernen, sich selbst zu reflektieren. Und es gibt einem wirklich so das Gefühl, man kann so über mehr Sachen nachdenken, die eigentlich auch relativ so wichtig sind, aber nicht, wo man wirklich nicht wusste, dass die eigentlich so relevant in unserem Leben sind. Mir gefällt es an dem Fach, dass wir einfach unsere Probleme auch äußern können. Und es werden uns auch immer Tipps gegeben, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwas in unserer Familie ist oder uns irgendwas einfach bedrückt. Dieses Fach ist dann zu so einem kleinen Safe Space geworden, wo wir uns austauschen können. Und auch Schüler, von denen man gar nicht so denkt, dass sie sich aussprechen wollen oder können, die lassen sie dann auch alles raus. Marius Dinnes, der Psychologie und soziale Arbeit studiert hat, unterrichtet das Fach in mehreren Klassen und freut sich damit, Pionierarbeit leisten zu dürfen. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, kneif mich mal einer, wir können jetzt ein Schulfach in der Richtung, in der ich genau arbeiten möchte, irgendwie kreieren und einfach Wahnsinnsmöglichkeit und ja, unfassbar schön und wertvoll auf jeden Fall. Schulleiter Michael Damm und Marius Dinnes erarbeiten zusammen mit weiteren Lehrkräften ein Konzept für dieses Fach. Ihnen ist klar, dass es neben den regulären Fächern eben auch um das Ich gehen soll. Naja, da haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, für dieses Schuljahr das Fach Life Skills ins Leben gerufen und sind glücklich und dankbar, dass da die Lehrkräfte zufrieden sind, dass die Schülerinnen und Schüler glücklich sind und sind gerade auch schon wieder dabei, so gedanklich das neue Schuljahr zu planen und das ganze Thema dann auch vielleicht noch ein bisschen größer zu machen. Denn das Interesse an Life Skills ist groß. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren davon, auch die Gesamtstimmung in den Klassen verbessert sich. Das geht so weit, dass teilweise auch sehr persönliche und intime Geschichten geteilt werden. Auf die Frage von Lehrer Marius Dinnes, welcher Gegenstand den Schülerinnen und Schülern besonders viel bedeute, erzählt Ivan von seinem Handy, dass er sich gerne Fotos seines Vaters anschaut. Zum Beispiel, wenn ich ihn vermisse oder so, dann gucke ich sie mir halt schon so an, weil das sind halt so sehr feste Erinnerungen, nicht so. Nicht verlieren möchte und sag ich mal so, deswegen schätze ich mein Handy sehr halt, weil mein Vater ist ja gestorben und da sind halt so die einzigen, so dann sehe ich ihn halt, nur auf dem Handy kann ich ihn halt sehen so, deswegen sind auch sehr wichtige Bilder für mich drauf, dass ich mich überhaupt nicht so an ihn noch erinnern kann und so, ja. Nicht nur persönliche Schicksalsschläge belasten Kinder und Jugendliche, auch die Flut an Informationen, die sie über alle Kanäle mitbekommen. Damit fühlen sie sich häufig alleine gelassen. Je früher Kinder also lernen, über all das zu sprechen, desto besser. Da einfach in der 5. Klasse anzufangen und Awareness zu schaffen, den Menschen auch zu sagen, ihr seid nicht verrückt, wenn ihr eine schlechte Phase habt, wenn ihr starke Angst habt, wenn euch Gedanken quälen, sondern es ist total normal. Es geht jedem so. Wir haben extreme Umstände in der Welt. Und es ist total gut und wichtig, darüber zu reden und anderen davon zu berichten und das eben auch weiterzutragen. Marius Dinnes will mit seinen Inhalten klare Rahmen setzen. Denn damit wird Toleranz geschaffen und Raum für unterschiedliche Ansichten ermöglicht. Wie viel ihnen Life Skills bringt, haben Edda, Stella und Vitali jetzt schon verstanden.
denkst du von dir selber? Ich finde, es hat uns einfach geholfen, unsere Klassengemeinschaft aufzubauen. Unsere Klasse hat sich generell auch viel, viel besser, also ins Bessere einfach verändert. Ich habe mit meiner Mutter über das Fach geredet und dann habe ich ihr auch Sachen erzählt, die ich ihr so nicht sagen würde jetzt. Weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann Leuten was anvertrauen. Ich muss nicht immer so eingeschlossen sein und eingedrängt sein und das alles in mich reinfressen. Darüber reden wir auch viel, was ist uns wirklich wichtig, und diese Frage stellen wir uns dann viel besser und man muss auch wirklich viel mehr nachdenken. Life Skills scheint das richtige Fach zur richtigen Zeit zu sein, damit aus den Kindern und Jugendlichen von heute ausgeglichene, selbstbewusste und glückliche Erwachsene werden können. Super Sache, würde ich sagen. Wer unterwegs mal schnell was essen will, der findet natürlich jede Menge Imbisse, ist klar. Dönerbuden oder Bäckereien oder auch die klassischen Fastfood-Läden. Wenn es was Gesundes sein soll, da muss man meistens schon ein bisschen länger suchen. Und man nimmt dann oft den Salat oder das Vollkornbrötchen. Kenne ich nur zu gut aus eigener Erfahrung. In Hanau gibt es jetzt einen Imbiss. Da gibt es nur gesund und lecker. Und die Spezialität des Hauses, die haben Sie bestimmt noch nie gesehen, geschweige denn gegessen. Das Jamin und Cheyanas in Hanau. Ein kleiner Imbiss auf gerade einmal knapp 50 Quadratmetern, der aber einiges zu bieten hat. Ein Highlight hier sind sogenannte Pikas, selbstkreierte Eisburger. Das sind ganz einfache Burger Buns, aber ein bisschen spezieller, weil wir die auch selbst machen. Da kommt dann Eis mit rein. Wir verschließen es, sodass man das Eis drinnen nicht sieht, also Pika, wie so ein Peekaboo. Und dann kommt da diese tolle Soße, Rocher oder Oreo. Da kann man echt alles mitmachen. Den Laden hat Sarah Samira Hussein Ende November eröffnet. Die süße Verführung der Pikas ist zwar der absolute Renner, im Mittelpunkt aber stehen eigentlich Protein-Bowls. Ich habe eine systemgastronomische Ausbildung. Und danach habe ich, oder bis jetzt eigentlich noch, bin ich eigentlich hauptberuflich Justizdolmetscherin. Aber mein Traum ist einfach schon immer eine eigene Systemgastronomie zu eröffnen. Nicht eine klassische Gastronomie, sondern wirklich irgendwo, wo man schnell reingehen kann und auch schnell wieder raus, also aber gesundes Essen. Ne? Also jetzt nicht so wie die Fastfood-Ketten, sondern so fast healthy food. Das ist so unser Motto. Die Bowls kann man sich nach eigener Vorliebe zusammenstellen lassen. Grundlage sind Bulgur oder Reis. Dazu gibt es zum Beispiel verschiedenes Gemüse, Granatapfelkerne, Nachos, Nüsse, hausgemachte Soßen, Proteine wie Hähnchen, Garnelen oder Lachs und essbare Blüten obendrauf. Wir haben Basmati-Reis, aber auch hausgemachten mit unserem eigenen Gewürz. Ich komme aus Ostafrika und der hat dann nochmal so einen speziellen Touch. Wir machen gerne in unseren Reis noch ein paar Nelken mit rein, Kardamom, Safran. Das ist so Standard bei uns einfach. Das darf einfach im Reis nicht fehlen. Diese große Portion einer Bowl mit Hühnchen kostet 13,90 Euro. Kleine Bowls gibt's ab 9,90 Euro. Für schnell auf die Hand bietet das Jamin und Jayanas zum Beispiel sogenannte Egg Drop Sandwiches an. Das sind Brioche Toastbrötchen. Die werden warm gemacht. Die werden dann mit einem Rührei, was nicht ganz durch ist. Was natürlich durch ist, aber nicht ganz. Das kommt dann da schön mit rein, mit unserer eigenen hausgemachten Soße. Avocado kann man das verfeinern, mit einem Truthahn. Jetzt haben wir seit neuestem das Chicken Filled Egg Drop. Das ist dann nochmal mit Hähnchenfilets, Rucola und Tomate. Der Name Jamin und Jayana hat für die 35-jährige Besitzerin eine große Bedeutung. Es sind die Namen ihrer Kinder. Bei der Inneneinrichtung hat Sarah sich von der Natur inspirieren lassen, allerdings nicht von typischen Grüntönen. Viele vergessen auch, dass die Natur eine andere Seite hat. Diese Gesteine, die Berge, die Felsen, wunderschön. Ich liebe es einfach. Und das ist, warum ich mich dazu entschieden habe. Seifu ist Sarahs Neffe. Der 22-Jährige studiert Wirtschaftsinformatik und hilft seiner Tante im Laden, so oft es geht. Die kalorienarmen Bowls stehen hier zwar im Mittelpunkt, sagt er, an den Pikas komme aber kaum jemand vorbei. Wonach schmeckt die süße Neuheit denn? Ich beschreibe es mal, wie es für mich das erste Mal war. Der erste Biss war knusprig, also man ist erstmal beim Brot, es ist sehr knusprig und süß und man hat beim ersten Biss nur Brot und Soße sozusagen. Und wenn man dann den zweiten Biss macht, hat man auch Eis dabei und dann ist es so eine Überraschung. Also das ist so, dann wird es auf einmal kalt, aber es bleibt immer noch süß und ich kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist fabelhaft. Unser Team hat die Speisen auch getestet. Und? Zufriedene Blicke verraten wohl alles.
Wer Bowls, Pika und Co. ausprobieren mag, das Jamin und Jayanas in Hanau hat täglich außer sonntags geöffnet. Ja, und vom Wasser, das mir da im Mund zusammenläuft, zu dem, was im Moment von oben fällt, Tim. Wie ist denn die Regenprognose fürs Wochenende? Ja, das sieht Gott sei Dank so langsam ein bisschen besser aus. Also morgen könnten wir sogar trockenen Fußes durch den Tag kommen. Auch mit ein bisschen Sonnenschein. Am Sonntag wird es dann wieder nasser, aber so dieser ganz große Regen, den wir jetzt die letzten 72 Stunden erlebt haben, der wird eben nicht mehr fallen. Und deswegen vorsichtige Entwarnung für die Pegel. Die können vielleicht noch ein ganz klein bisschen weiter steigen, aber dann dürfte es langsam besser werden. Wir können uns das Ganze mal im Bild anschauen. Und da sehen wir, heute Nacht kommt noch mal eine Portion Regen vorbei. Von Südwest nach Nordost zieht er einmal übers Land. Aber morgen, wenn wir wach werden, dürfte der sich dann auch schon fast verkrümelt haben. Und dann kommt eben zwischen den Wolken auch häufiger mal die Sonne raus. Also ein recht freundlicher Samstag, bevor es dann zum Sonntag hin eben wieder grauer wird. Es bleibt auch weiterhin mild, 5 bis 9 Grad, das sind die Tiefstwerte in der Nacht. Und dann morgen zweistellige Werte nahezu überall im Land, gerade mal auf den allerhöchsten Bergen von Meißner und Taunus sind wir noch im einstelligen Bereich. Also es geht erstmal mild weiter, aber ein trockener Tag. Juhu! Wahnsinn, also mild, 15 Grad und trocken, das ist ja schon fast Frühling. Worum geht es bei euch in der Sendung heute? Ja, gutes Stichwort. Wir haben ganz viele Fotos bekommen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die schon die Kraniche fotografiert haben, die jetzt aus dem Süden schon wieder über Hessen in den Norden fliegen. Und wir fragten uns, sag mal, ist das nicht ein bisschen früh? Denn es kann ja noch mal richtig kalt werden. Droht denen da vielleicht irgendwelches Ungemach, wenn noch mal ein Kälteeinbruch kommt? Das fragen wir unseren Vogelexperten Bernd Petri und der weiß auf alles eine Antwort. Das stimmt. Ich bin gespannt. Ich danke dir, Tim. Schönes Wochenende für dich. Und das war's dann auch schon wieder von uns für heute. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns ja vielleicht morgen Abend um 17:45 Uhr hier bei Main Tower Weekend wieder. Bis dahin. Tschüss.